Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserem Ländle-Talker, heute wieder aus dem Element hier in Dornbirn. Heute wird es spektakulär, das darf ich jetzt schon verraten. Ich freue mich, dass er da ist, und zwar Erich Manser, Präsident der WAMCO, der West Austrian Musical Company. Danke, dass Sie da sind. Gerne. Herr Manser, ich darf mal sagen, heute für Sie, denke ich mal, die kleinere Bühne. Wir sitzen heute an einem Tisch, normal ist es eine größere Bühne. Wir gehen gleich einmal ins Element und ins Thema rein. WAMCO, Sie sind Präsident von WAMCO. Können Sie mal einen kurzen Einblick geben, was ist denn WAMCO ganz genau? Ja, WAMCO ist, also rein rechtlich gesehen, ist ein gemeinnütziger Verein, bei dem wir Jugendarbeit betreiben. Und wir produzieren aus diesem Verein, produzieren wir Musicals, Musicalabende, an denen die Jugendlichen dann zeigen können, wie sie agieren und was sie gelernt haben bei der WAMCO, und dürfen damit auch einmal die Bühne betreten, die Bretter, die das Leben bedeuten, und sich einfach vor einem großen Publikum präsentieren. Also richtig schöne Sache. Seit wann gibt es denn WAMCO, und wo ist denn so der Hintergedanke vielleicht hinter dem Ganzen, und wo seid ihr denn, wenn man so sagen kann, zu Hause? Ja, die WAMCO gibt es jetzt seit 1985. Es hat damals als Schulprojekt begonnen. Die Schüler damals haben Jesus Christ Superstar im Unterricht erarbeitet und dann gleichzeitig aufgeführt. Und das war im Wesentlichen der Meilenstein, der Beginn für die WAMCO. Dadurch wurde dann der Verein gegründet, und man hat einfach festgestellt, ja, dass die Arbeit mit den Jugendlichen an solchen Projekten sie unwahrscheinlich fördert, ihnen viel mitgibt, das sie im Unterricht sonst eigentlich nicht so bekommen. Und darum hat man gesagt, das müssen wir unbedingt weiter behalten und das muss weiter forciert werden. Ja, und darum singen und tanzen wir nach wie vor. Und das jeden Abend, nicht jeden Abend, aber jeden Montagabend derzeit in Götzis, in der Kulturbühne Ambach. Also richtig schöne Sache, wo sich die Jugendlichen also wirklich beteiligen und auch, ich denke mal, so ein bisschen auch selbst verwirklichen können. Oder? Ja, das ist das Wesentliche. Dass sie zeigen können, was sie können, und von den anderen lernen natürlich auch. Und wir lernen von diesen Jugendlichen, die kommen, und so ist es ein gemeinsames Erarbeiten. Lange Geschichte in dem Fall schon. Wie viele Mitglieder gibt es denn derzeit? Derzeit sind wir 33. Das schwankt immer so ein bisschen zwischen 30 und 45. Und das ist auch so eine Größenordnung, wo ich sage, mit der kann man arbeiten. Da geht es, dass man irgendwas arbeiten kann und dass keiner nur mitgeschleppt wird oder das fünfte Rad am Wagen ist. Da können wir uns um jeden kümmern, bei der Größe. Dann geht es. Es ist noch überschaubar, so wie man so schön sagt. Genau. Thema Wettbewerbe. Es gibt auch in diesem Bereich Wettbewerbe. Ich denke auch für Jugendliche gibt es vielleicht auch einen gewissen Reiz, wenn man dann zum Beispiel auch bei Wettbewerben, was man nennen kann, mitmachen kann. Habt ihr schon, und ich glaube, da sind auch Erfolge rausgekommen, oder? Wir haben, und wir waren erfolgreich, ja. Wir waren bei der ESDU, das ist die European Show Dance Union. Da gibt es jedes Jahr einen Wettbewerb. Das fängt an mit jetzt bei uns die Österreich-Meisterschaften und geht dann auf die Weltmeisterschaften nach Kroatien. Und da haben wir letztes Mal mitgemacht und sind derzeit österreichischer Meister im Bereich Vocal Theatre. Es hätte theoretisch auch die Klasse Musical Dance gegeben, aber die war leider ohne Live-Gesang und damit für uns nicht relevant genug. Also ich hake da kurz ein, weil es ist ein Live-Gesang, das ist wirklich, also die Produktion selber, es ist live und vocalisiert, aber was kann man sich darunter vorstellen, wie läuft so ein Wettbewerb? Vocal Theater ist fast wie ein normales Musical, nur dass eingeschränkte Tonabnahme vorhanden ist. Also die Hauptstimmen singen live, Backgrounds müssen leider übers Band kommen, aber ansonsten ist es wie bei einem normalen Musical, ohne Licht. Ohne Liveband. Okay, und da stehen natürlich dann auch in diesem Fall die Jugendlichen sozusagen im Vordergrund und können sich auch dort auf der Bühne präsentieren. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, man arbeitet ja viel mit den Jugendlichen, aber wer sucht denn die Stücke aus, die ihr aufführt? Ist das so ein Teamwork, oder gibt es da jemanden, wie Sie jetzt zum Beispiel, wo dafür verantwortlich ist? Ja, aussuchen, also ich sage jetzt mal, die Vorschläge, die kommen immer von Gästen, die gerade eine Vorstellung besucht haben. Oder von den Mitgliedern, von den Eltern der Mitglieder, Freunde, Bekannte, kommen viele Vorschläge, und im Team suchen wir dann einen engeren Kreis an Stücken, die wir präsentieren könnten, und dann schlussendlich geht es dann an die rechte Suche. Das ist immer ein großes Problem, weil es natürlich beim Musical-Bereich geht es nicht ohne Rechte. Im Theater ist es etwas einfacher, aber bei uns geht es leider nicht. Und
da ist dann immer ein sehr mühsamer Teil, bis man weiß, bekommt man die Rechte, darf man aufhören, darf man nicht. Und wenn es dann aber da ist, dann entscheide ich im Wesentlichen, welches Stück wir dann tatsächlich machen von diesen 4, 5 Varianten, die wir haben. Und gibt es dann auch, wenn man dann sagt, okay, man hat dieses Stück, wird dann auch, wenn dann die Rollen auch, sage ich mal, verteilt, oder ist das auch jeder, wo dann jeder sagen kann, oh, ich würde gern das machen? Probieren tun sie es auf jeden Fall. Die Verteilung der Rollen, die mache ich im Wesentlichen, während ich die Stücke auswähle. Aber es ist auch so, dass wir bekommen die Leute teilweise auch nachher. Das heißt, wir besetzen auch um. Und wir haben eine neue Variante, dass wir nicht nur diese Rollen besetzen, die original vom Stück vorgeschrieben sind, sondern es bekommt jeder eine Rolle. Jeder bekommt eine Rolle und die Rollen, die noch nicht vorhanden sind, werden definiert und werden ein Stück integriert. Das heißt, man ist auch im Endeffekt, kann man sagen, selber noch ein bisschen Schreiber. Also wenn die integriert werden, muss man ja dann auch ein bisschen das Stück sozusagen adaptieren, dass es funktioniert, oder? Genau. Und diese Adaptierung, die passiert aber mit den Mitgliedern zusammen. Da geht es darum, dass sie halt Ideen einbringen, dass sie sagen, was könnten sie jetzt da gerade dabei machen. Und es muss natürlich, das Stück muss an sich erhalten bleiben, wird auch im Großen und Ganzen nicht verändert, aber es ist ganz klar definierte Rollen, wer was zu tun hat und jeder weiß, wo er seinen Platz hat, was er tun kann und keiner ist einfach nur Statist. Jetzt haben wir schon viel von der Vorbereitung gehört. Das ist schon einiges an Arbeit, da steckt natürlich was dahinter. Dann hat man das Stück, die Rollen sind verteilt, dann geht es natürlich ans Proben. Wie reift denn so ein Musical? Wie geht man da ran? Wie funktioniert das genau? Ja, das ist, wie soll ich sagen, wir arbeiten grundsätzlich an der Basis. An der Basis, dass wir sagen, jeder lernt Schauspiel, jeder lernt Tanz, Gesang und das wird über das ganze Jahr hinweg erarbeitet. Und dann ist es so, dass wenn wir in dem Moment, wo wir dann das Stück wissen und wissen, wer welche Rolle spielen kann, nehmen wir das Stück im Wesentlichen und nutzen es, um diese Arbeit zu vertiefen. Das heißt, das Stück steht nicht direkt im Vordergrund, sondern steht die Arbeit mit den Jugendlichen steht im Vordergrund. Und wir versuchen einfach, denen möglichst viel beizubringen, damit sie sich selber im Stück wohlfühlen und automatisch mehr oder weniger reinfinden. Weil sonst wäre es ein unmöglicher Probenaufwand. Also es wäre nicht handelbar. Und so ist, kann man ein Stück, so was wir ja immer machen, in Rekordzeit eigentlich umsetzen. Was heißt Rekordzeit, wenn man fragen darf, was ist das, was kann man da sich zeitlich vorstellen? Also für das Stück selber haben wir normalerweise nur 5 Monate. 5, 6 Monate kommt selten vor, aber 5 Monate haben wir im Normalfall immer. Und wir starten aber mit den Jugendlichen einfach schon 4 Monate vorher und erarbeiten alle möglichen Grundbegriffe, Basics, damit sie wirklich wissen, was sie nachher tun können auf der Bühne. Aber da nochmal eingehakt, wenn es jetzt um die Jugendlichen geht, auch die können sich, was ich so jetzt, wie ich das verstanden habe, also schon wirklich auch dann selber sozusagen in dieser Rolle wie ein Schauspieler dann auch ein bisschen entwickeln und auch selber einbringen, oder? Ja, das ist das vorrangige Ziel. Und auch erwünscht in dem Fall. Unerwünscht, ja. Wenn wir ein bisschen zurückblicken auf das letzte Stück Pinkelstadt, hat das geheißen, wie ist denn das angekommen? Wie hat denn das funktioniert? Pinkelstadt hatte 2 Dinge, die wirklich schwierig waren. Das eine ist der Titel an sich und das andere ist die Bewerbungsmöglichkeiten. Die waren doch für viele etwas befremdlich und das hat dann auch zu Einbußen geführt bei den Besucherzahlen. Was uns natürlich von Anfang an bewusst war. Wir haben auch lange überlegt, wie sollen wir es schlussendlich machen und haben uns dann dafür entschieden, den direkten Weg zu gehen, nicht den einfachsten, sondern halt wirklich die harte Nuss zu knacken. Und das hat soweit funktioniert. Wir hatten zwar etwas weniger Besucherzahlen, aber die da waren, denen hat es sehr gut gefallen. Und die waren durchaus begeistert. Und das Stück ist ja ein sehr schwieriges Stück. Insofern, dass es musikalisch ist, in einer Klasse wie eine West Side Story. Also instrumentiert super und gesanglich eine Herausforderung für uns ohne Ende. Hat auch sehr tiefgreifende Texte, die also wirklich für ein belesenes Publikum eher gedacht sind. Und ich sage jetzt mal, normalerweise muss man das Stück schon 3-mal anschauen, dass man den gesamten Umfang des Stückes erfassen kann. War das dann, wenn man da nochmal kurz nachfragen kann, ist das vielleicht dann auch ein bisschen ein Grund, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht auch mal provozieren? Ja,
Wir haben provoziert. Wir haben provoziert und vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber wir haben provoziert und wir müssen provozieren. Da, ich sage jetzt mal, sonst geht das, was wir machen, in mehr an Veranstaltungen, an Events, was immer so geboten wird, geht es einfach unter. Also Akzente setzen ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ja. Darf man schon wissen, ein bisschen vorausblicken, wie das neue Stück denn heißt und ob ihr schon angefangen habt oder wo das gerade der Stand ist? Ja, wir machen Fame. Mhm. Fame, der Weg zum Ruhm, ist ein Broadway-Stück, das im Wesentlichen von einer Musical-Schule handelt, so wie wir es auch sind. Mhm. High School of Performing Arts, die Schule gibt es tatsächlich in New York. Und da ist jetzt natürlich für uns die Herausforderung, das möglichst originalgetreu umzusetzen. Mhm. Ohne dass das Ganze dann ausschaut wie ein Tagebuch der WAMCO. Mhm. Also es soll schon nicht nur ein schlichtes Thema sein, sondern soll auch einen Inhalt drüber bringen. Mhm. Und natürlich musikalisch, tänzerisch perfekt sein. Mhm. Klingt aber auch sehr anspruchsvoll wieder, ne? Es ist wieder sehr anspruchsvoll, ja. Mhm. Ja. Stößt man dann vielleicht auch ein bisschen an die Grenzen? Möchte man das auch? Wir suchen auf jeden Fall die Grenzen. Mhm. Ja, wir suchen die Grenzen. Wir suchen aber auch den Erfolg. Das heißt, wir machen Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie auf jeden Fall erreichen können. Mhm. Und wenn es auch harte Arbeit bedeutet. Mhm. Jetzt haben wir schon viel verraten über das neue Stück. Gibt es denn schon Karten? Mal die wichtigste Frage von Sie zu sehr. Karten gibt es, ja. Karten gibt es. Die gibt es über den Musikladen. Mhm. Und natürlich auch bei unseren Mitgliedern. Die Mitglieder sind ganz freudig am Kartenverkaufen. Und ja, die liegen irgendwo im Preis von 17 bis 25 Euro oder sowas. Mhm. Und ja, gibt es schon im Verkauf. Schöne Sache. Wenn wir gerade beim Preis sind und ein bisschen übers Geld reden können, natürlich auch bei so einem Verein, denke ich, spielt das Geld eine Rolle. Man muss sich finanzieren, aber wie finanzieren Sie euch denn? Es ist so mehr oder weniger geviertelt. Also wir haben ein Viertel, kommt in etwa aus öffentlichen Geldern. Da gibt es vom Land der Bereich Jugend und Familie, Bereich Kultur und die Gemeinde Götzis, die uns sehr stark unterstützt. Mhm. Und dann ein Viertel kommt wiederum von Sponsoren, die wir jedes Jahr aufs Neue suchen müssen. Die Mitglieder gehen dann raus und machen sich auf die Suche, sind da aktiv. Und ein Viertel knapp kommt aus den Mitgliedsbeiträgen. Also da durch die, es ist nicht nur ehrenamtlich, sondern es ist auch so, dass wir das noch stützen müssen aus der privaten Kasse. Und der Rest muss aus den Eintrittskarten kommen. Und das, ja, es geht gerade so. Okay, das heißt aber wirklich, das kann man glaube ich so sagen, jeder Zuseher, der bei euch vorbeikommt, ist im Endeffekt auch jemand, der euch unterstützt. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Zuseher sind auch die Botschaft weitertragen und wieder neue Gäste bringen. Mhm. Blick mal, jetzt waren wir schon in der Vergangenheit etwas und im Aufbau blick mal etwas in die Zukunft. Wo sind denn die Ziele? Ein grundlegendes Thema ist natürlich die Arbeit mit den Jugendlichen und diese Förderung auch. Aber gibt es so gewisse Ziele, wo ihr sagt, vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren gibt es gewisse Sachen, wo ich erreichen möchte? Wir träumen davon, dass wir eine Veranstaltung, wie wir sie 91 und 90 schon hatten, Jesus Christ auf der Seebühne, dass wir sowas wiederholen. Mhm. Wir träumen davon, dass wir das mit einem eigenen Stück machen und mit diesem Stück dann auf Tournee gehen können. Mhm. Und wir sind so weit, dass wir sagen, das ist nicht mehr nur ganz Traum, sondern wir sind schon auf dem Weg und schreiben an diesem eigenen Stück. Mhm. Und ja, schauen, was dann daraus wird. Also wann es fertig wird, wissen wir noch nicht. Mhm. Aber vielleicht beim 30-jährigen Jubiläum, wer weiß, was da passiert. Kann man vielleicht, ich frage jetzt ganz unverschämt, wie man was sagt, kann man schon sagen, wenn es um ein eigenes Stück geht, um was geht es ungefähr? Kann man da schon einen kleinen Reinblick oder ist es noch zu früh? Es wird ein bisschen auf die Geschichte von der WAMCO gehen. Mhm. Ja. Mehr sage ich noch nicht. Okay, lassen wir so stehen in dem Fall. Ich habe so das Gefühl, Sie sind wirklich mit Herzblut dabei. Das ist etwas, wo Ihnen Spaß macht. Sie wirken sehr begeistert, wenn Sie über dieses Projekt reden. Warum setzen Sie sich denn wirklich so dafür ein? Sind Sie selber auch als Sänger und Tänzer tätig oder ist das einfach etwas, wo Sie sagen, okay, das erfüllt mich mit Freude und Begeisterung? Ich bin nicht mehr so ganz, aber ich war früher natürlich als Sänger und Tänzer auf der Bühne. Mhm. Habe es so gelernt, habe im Wesentlichen so das ganze Leben gelernt. Mhm. Und es macht natürlich Spaß. Es macht Spaß zu lernen, es macht Spaß, Gelerntes weiterzugeben. Mhm. Und die Jugendlichen sind begeistert. Das heißt, man muss nicht groß motivieren, sondern sie sind schon motiviert und das macht natürlich viel mehr Spaß.
Und das andere ist, dass man im Wesentlichen, dass ich für mich weiß, ich leiste meinen eigenen aktiven Beitrag für top-motivierte, engagierte, kulturinteressierte Jugendliche, die im Wesentlichen unsere Zukunft sind, die also morgen Politik machen, die morgen Unternehmen führen, die dazu schauen, dass das ganze Land gut dasteht und gut lebt. Und insofern ist es für mich eine Motivation für eine bessere Zukunft für meine Kinder, die dann damit eigentlich dann leben müssen. Schöner Hintergrund, ich finde das sehr spannend, auch gerade die Kultur, wenn es um Jugend geht. Ich habe teilweise für mich den Eindruck, dass es oft bei Jugendlichen vielleicht dieses Kulturelle vielleicht etwas drunter leidet. Deswegen finde ich es sehr schön, dass man da wirklich Sachen macht, wo sie einen Zugang auch finden und vielleicht auch wirklich den Spaß daran finden. Also ja. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Grundlage. Ne? Das macht die Basis, ja. Jetzt ist natürlich so, klar, Jugendliche sind auch vielleicht etwas sprunghafter wie vielleicht manch älterer. Das heißt, es wird auch einige Wechsel geben. Wie gesagt, es schwankt auch immer mit der Mitgliederzahl. Ja. Ist es dann, ich denke mal, schon so, dass man auch viele mit einem weinenden Auge sozusagen verabschieden muss? Oder? Ja, ein Wechselbad der Gefühle. Weinend, wenn sie gehen, und meistens dann, wenn sie gehen, sind sie spieltechnisch auf ihrem Höhepunkt, reißen ein Riesenloch in die Gruppe, lachend, weil dann die Nächsten nachrücken und unbedingt zeigen wollen, was sie können. Das macht schon wieder Spaß. Und dann natürlich wieder weinend, weil man sieht, wie sie gehen und zurückdenkt, wie sie gekommen sind als Waserl. Im Wesentlichen. Und dann gehen und erhobenen Hauptes mit Tränen in den Augen auf Wiedersehen sagen. Und das ist schon, sind schöne Gefühle. Und nicht, dass ich darauf warte, aber wenn sie da sind, möchte ich sie nicht missen. Das klingt auch ein bisschen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, das ist so ein Thema. Ich habe gerade vor kurzem mich ein bisschen damit beschäftigt, auch ein bisschen dieses, die Persönlichkeitsstärke und dann auch soziale Kompetenzen. Ja. Also ich denke, das ist auch schon was, wo man da mitgeben möchte und sollte. Ja. Also es geht schon darum, dass die Leute lernen, für sich einzustehen, für eine Sache zu kämpfen. Und nicht sagen, ja, das betrifft mich jetzt nicht, das ist mir ganz egal, sondern sie sollen verantwortungsbewusst ins Leben gehen und aufgreifen, wo es etwas aufzugreifen gibt. Mhm. Und das, was sie gut können, halt einfach tun im Dienste der Menschheit. Sehr spannend. Jetzt möchte ich noch kurz auf Sie persönlich ein bisschen eingehen. Jetzt haben wir viel geredet, es ist viel Arbeit dahinter, die Ihnen aber sehr viel Freude macht. Aber gibt es noch einen Erich Manzer außerhalb von WAMCO? Berufstechnisch und auch privat, wo sind Sachen, wo findet man den Erich Manzer sonst? Ja, ich bin selbstständig und im Bereich von Web-Development, Software-Development, Consulting, ganz ein anderes Thema. Und habe Familie, zwei Kinder, für die es sich zu kämpfen lohnt und möchte keines von diesen dreien missen. Also ich sage jetzt mal, ohne Familie kann es mir nicht mehr vorstellen und ohne die WAMCO kann ich mir es genauso wenig vorstellen. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns über die WAMCO unterhalten durften. Ich wünsche weiterhin natürlich viel Erfolg und viel Erfolg auf dem Weg zum Ziel, dass wir dann vielleicht wirklich das eigene Stück auf einer Tour oder sonst wo erleben dürfen. Gerne. Und natürlich noch weiterhin viel Freude mit den Jugendlichen. Und ich hoffe, Sie behalten sich diese Motivation und diese Begeisterung für das Thema. Ja, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr danke auch. Jetzt haben wir einiges gehört. Ich finde das immer sehr schön und sehr spannend, wenn ich mit Personen mich unterhalten darf, die wirklich Begeisterung leben und auch in ihrem Beruf nebenbei noch Sachen machen, die wirklich auch für unsere Jugend und für die Zukunft sehr spannend und natürlich sehr wichtig sind. Für mich war es schön, ich hoffe für Sie auch und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Ländetalk hier aus dem Element in Dornbirn wieder mit dabei sind.